Hallo, Mesdames et Messieurs. Bonjour, willkommen auf der Provence. Ich sitze hier in unserem gemieteten, wunderschönen neuen 820 TMS. Ne, Quatsch, es ist ein 815, ne? Genau, 815. Ne? Weil nur gemietet aus Vorführzwecken. Ist praktisch momentan ein Vorführtraktor. Ein wunderschöner, ganz toll animierter und gestalteter Traktor. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, zu finden auf verschiedenen Mod-Seiten. Ich habe ihn beziehungsweise ich glaube, das war auf dem LS-Treffpunkt. Nagelt mich nicht fest, aber das müsste so gewesen sein. Der 724er hat immer noch Durchtrennräder. Das ist nicht so toll. Ah, übrigens, weil ich ja alle anderen Traktoren in Black Beauty Edition habe mittlerweile, jenen hier gibt es auch in Schwarz. Also kann man auch die Farbe konfigurieren. Ich glaube auch den Kühlergrill. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Aber die Farbe auf jeden Fall. Das funktioniert auch, wenn man den auch in Schwarz haben möchte. Da der nur geliehen ist, geht er auch in Grün. Ja, weil Fendt Grün, klar. Standard. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir einen der anderen, was ja dann in dem Fall eher der 515er wäre, ob wir den abgeben und uns stattdessen hier einen 815er holen. Mit dem großen Frontlader. Ja. Oder ob wir einfach warten sollen, bis wir hier vom Betrieb her ein bisschen gewachsen sind und uns den hier zusätzlich kaufen. Könnt ihr mal reinhauen, würde mich interessieren, was ihr denkt. Ja, der Ablader kommt doch schon geballert. Mit dem schönen Fendt hier. Komm, fahr raus, dein Hohe. Okay, keine Pulli. Sehr gut. Stehen bleibt er auch. Wunderbar. So. Der hat es gleich geschafft. Der hat es auch gleich geschafft. Ach, wie kann man so doof sein, Kollege? Drängst am Baum, hast du mitgekriegt, oder? Aber richtig. Gibt es eigentlich schon den Mod, dass man die Achsen sperren kann da hinten? Wenn ja, bitte meldet euch. Ich habe keine Ahnung. Wie kann man denn so da festhängen? Kann das echt sein? Nee, es wird ja nicht passieren, dass ich die erste Kettensäge im LS19 kaufen muss. Die sieht gut aus. Die haben wir auch im Betrieb. Ja, ich weiß, danke. Nee, ist doch nicht die erste. Ich sehe nämlich ganz plötzlich. Ich hatte schon mal eine. Ganz am Anfang auf der Felsbrunn, glaube ich. Ich wollte eigentlich mit Bäumen und Forst nichts machen. Da komme ich nicht dran, ne? Reicht das schon? Ich möchte jetzt ungern den ganzen Baum umlegen, Kollege Schnürschuh. Wie kann man sich so da reinkeilen, du Affe? Gibt's das ehrlich jetzt? Komm, gib dir Mühe. Danke. Mein Gott, da hat man wieder Aufregung hier. Hundert, danke. Hui, brauchen die Schafe? Soweit ich weiß nicht. Oh, wo fahre ich denn raus? Okay, geht auch. Brauchen die Schafe, glaube ich nicht. Aber die Kühe sind glücklich, wenn sie es kriegen. Das heißt, einmal zu den Mukus.
Und der Rest kommt hier in ein sehr schönes Lager. Hallo, Kühe, hier kommt Heu. Genießt es. Oh, der Herr Pflugfahrer ist fertig. Ich bin begeistert. So, 7000 Liter Heu haben wir noch drin. Kommt ins Lager. Dann können wir den Rest noch holen. Und dann könnte eigentlich... Dann könnte eigentlich der Neuner schon anfangen direkt mit dem Einsehen auf dem Feld 10. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Dann stelle ich den mal hier kurz ab. Beziehungsweise, nee, er kann ja da weitermachen. Oder? Der Klappstuhl. Müsste eine schaffen. Ah ja. Gut. Naja, mal gucken, wann er sich wieder meldet, dass er irgendwo festhängt. Das hast du wirklich schön gemacht. Du darfst jetzt das Teil wegbringen und darfst tatsächlich die Sämaschine holen. Was ist denn hier drin eigentlich? Außer Unkraut. Sojabohnen. Na also, was heißt das für uns? Feld 10, Sojabohnen. Nicht lang verzählen, einfach machen, gell? Hallo Schafe. Jetzt seht mal zu, dass ein bisschen Wulle herkommt, du. Oh, fahren wir hier rein. Machen wir erstmal den Pflug sauber. Nur den Pflug bitte. Die Zeit vergeht im Pflug. Opal 140. Wer es nicht glaubt, hat sich. Das dann, komm. So. Schön sauber gemacht. Gille. Jawollo. Kommt er an seinen Platz. Nicht so weit. Falsche Richtung, Mensch. Und ich glaube, dass die Sämaschinen beide noch leer sind, weil die ja klar nach dem Neustart, nach dem Neustart noch nichts einsehen mussten. Dünger zum ersten und Saatgut zum zweiten. Wir sehen ein Soja. So ja oder so nein? Das ist die Question. Ja gut, der Kontostand ist natürlich auch klar. Der hat auch abgenommen. Einiges. Und die Zinsen, der Kredit ist auch nicht gerade klein. Ne? Deswegen, wir müssen jetzt gucken, dass wir mit der Arbeit vorankommen.
Das mit der Asche gibt, Leute. Eieiei. Den da meine ich doch. Nicht begriffe. Findest du der erste Punkt? Danke. Schöne Seemaschine, ne? Black is beautiful. Ja, das ist natürlich, ne? So eine Hin- und Herfahrerei, die nervt ohne Ende. Wieso nerv ich sie etwa? Nerv ich sie etwa? Komm, ich mach das selbst, Mensch. Es ist ja grauenhaft, wenn man dir zuguckt. Die Wendemanöver sind ja unter aller Kanone. Kannst du mal merken, man kann auch eine Bahn überspringen und die später holen. Da muss man jetzt arrangieren, hast du das verstanden? Problem ist nur, wenn man selbst fährt, man kann nichts trinken, ne? Und ich hätte ein bisschen Durst jetzt. Dann muss ich es mir verkneifen. Verdammt. Die kleinen Zwischenstreifchen entstehen, weil unser Glas Schwader, der nur 8 Meter oder keine Ahnung, 8 Meter 40 hat und der Kurs auf 9 Meter, soweit ich weiß, auf 9 Meter konfiguriert wurde. Aber damit kann ich dicke leben. Entweder sammeln wir sie trotzdem noch ein oder man lässt sie einfach liegen. Ist dann praktisch Naturdünger. So, noch die drei Streifen. Piep, piep. Was haben wir denn? Oh ja. Mhm. Ja, das geht alles noch rein. Auf jeden Fall. La 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 da, da. Na, ich fange schon an zu gähnen. Ich denke mal, nach dieser Aufnahme hier werde ich für heute am Aufnahmetag mit dem Aufnehmen aufhören. aufhören, alles klar. Weil bevor ich jetzt, das mir schon öfter, kennt ihr das? Das wolltest du so mal fragen, ne? Also es war im 17. ist mir schon andauernd passiert, 15. Man ist so geil auf das Spiele und spielt E-Mail weiter, dann ist es 9 Uhr abends, ne? Dann ist es 9 Uhr, dann ist es 10 Uhr, dann ist es 10:30, dann ist es 11 und irgendwann wacht man mit dem Controller in der Hand auf und denkt sich, warum denn der Traktor im Fluss schwimmt oder warum der Traktor schon mit Vollgas vor dem Baum steht. Ne? Da bist du halt so sekundenschlaftechnisch eingenickt. Und ja, das möchte ich eigentlich nicht, dass es das hier bei einer Aufnahme passiert. Es wäre vielleicht mal ganz witzig, allerdings auf Dauer auch vielleicht auch dann schon nervig. Ja, ne? Also ich habe mir kaputt gelacht, wenn ich dann gedacht habe, was ist denn jetzt schon wieder los? Wieder gegen den Baum gefahren und wieder gegen den Baum gefahren. Ja. Übermüdung ist nirgendwo okay. So. Das hätten wir. Der Fan-Trescher meldet sich gar nicht. Wer ist er nicht voll? Oder er ist fertig und sagt nichts. Oder er ist fertig, hat was gesagt und ich hab's nicht mitgekriegt. Das kannst du auch haben, ne? Gerade rede ich von dir.
Genau, dies habe ich gemeint. Das waren die Sonnenblumen. Entlassen, zack, zack. Das da vorne können wir schon mal einklappen und dann können wir das Rohr mal ausfahren. Dann können wir uns jenen holen. Den wunderschönen. Also ich bin auch schon mal gespannt. Ich habe schon öfter mal eingegeben, mal gesucht, ne? Den aktuellen Achter. Ja? Weil ein bekannter Landwirt von uns, aus der Gegend hier, hauptsächlich mit Zwiebeln und Kartoffeln, der hat sich jetzt dieses Jahr, hat er einen 10, das darf ich nicht lügen, ich glaube einen 10,38er war es, auf dem Hof stehen gehabt und auch einen 8,28. Logischerweise ist da etwas Leistung dazwischen. Nur, ja, er hat sich dann für den 8,28er entschieden, hat er neu gekauft und noch zusätzlich einen 5,16er. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Und auf jeden Fall habe ich mal gefragt, was mit dem 10er wäre. Ich dachte, ah ja, tolle Traktor, wunderbare Maschine, aber in der Gegend, wo wir leben, ja, wohnen, da sind Ortschaften dabei, Leute. Da kommst du mit dem 10er nicht mehr durchgefahren. Das ist Fakt. Das ist so ein Biest. Unglaublich. So, Sonnenblume. Wohin mit euch? Ich habe es vermutet. Ich habe es vermutet. Es ist wieder passiert. Dieser Bildschirm wird jetzt, wenn ich möchte, 5 Stunden so sein, wie er jetzt ist. Gut. Gott sei Dank war die Aufnahme jetzt lang genug und eigentlich auch so, dass man sie abschließen kann. Ich muss jetzt das Programm wieder auf eine andere Art und Weise beenden. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Mal gucken, was übrig geblieben ist. Wenn es irgendwie geklappt hat, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Oder ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.